Und herzlich willkommen zu Dragon Ball Advance Adventure. Da geht es um die Geschichte von Dragon Ball, wie Goku Bulma trifft und glaube ich bis zum letzten Turnier. Und ja, ich habe das Spiel damals gesuchtet am Game Boy Advance. Und ja, lass mal loslegen. Ich bin Foxy übrigens und wir haben natürlich keinen Spielstand. Und Story, wir werden natürlich nur die Story spielen. Vor langer Zeit nahm tief in den Bergen ein großes Abenteuer seinen Anfang. Während Goku hart trainierte, kam ein Mädchen des Weges. Sie hieß Bulma und war nicht nur hübsch, sondern wusste auch genau, was sie wollte. Als Bulma den Ball sah, den Goku als Andenken aufbewahrte, machte sie einen Vorschlag. Es war ein hübscher Ball, in dessen Mitte Sterne zu sehen waren. Es war ein Dragon Ball. Oh. Dragon Balls waren besondere Bälle und es hieß, wenn man alle sieben vereine, erscheine der ewige Drache und gewähre einen Wunsch. Und so begaben sich Goku und Bulma völlig unerwartet auf eine gemeinsame Reise, um die restlichen Dragon Balls zu suchen. Und das war richtig genial damals. Und ja, ich bin Goku. Müssen halt so 2D-mäßig, 2D-mäßig hier durch. Und bam! Und natürlich kommen die zur GmbH-Zeit immer die Gegner wieder. Und hier sind so Level, die muss man alle ausschalten. Bam, 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 bam. Und dann noch ein Drache. Okay. Hast nicht getroffen, aber gut. Man hat 2 Energieanzeigen. Da komme ich nicht hoch. Da. Ah. Ich versuche so 1-2 Level bis zu... Mal gucken, wie lange das überhaupt ist. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken, weil ich nehme ja nicht mit meinem beliebtes Bennycam auf, sondern mit was anderes. Bennycam mag den Virgil Boy Advance nicht. Und ich hoffe, es ist nicht zu laut. Moment, aber ich kann mal kurz gucken, was. Warte mal kurz, warte mal kurz. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Jo, passt, passt. Und ich bin gespannt, weil das Spiel war sehr schwer später. Ich verliere jetzt schon zu leben. Aber wir werden das schon schaffen. Wir sind super. Gucke. Ich habe vergessen, mein Skype aufzumachen. Scheiße. Ah, egal. Im nächsten Part. Die Parts werden so zwischen... zwischen 12 bis 20 Minuten sein. Gameboy-Spiele sind ja leicht zu bearbeiten, rendern. Ist ja nicht so viel zu tun. Ich versuch's auf 720p zu machen. Ja, ich freue mich auf dieses Spiel. Guck mal, hier kommt man jetzt. Hui! Der Mönch da. Und das ist das erste Level und ich habe schon so viel Leben verloren. Das geht doch nicht. Hat er eine Bombe in der Hand? Oh, ich habe die Bombe abgewehrt. Habt ihr gesehen? Super Goku! Aua! Du Arschkopf. Moment. Lasset mich rein! Dann halt nicht, oder? Warte mal. Ne, da gibt's keine Taste für. Oh ja, komm, 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 ja. Das ist vielleicht das Gefährliche. Ai. Und da war, glaube ich, der Origin-Song gerade. Ich weiß gar nicht, war das? Ich kann mich an das Spiel erinnern, aber halt so rar, ob da man noch aufleveln kann, weil das ist ja keine Kamehameha hier. Ey, bleib stehen. Aua. So, los, los, los.
Da wird gerade gestaubt auch bei mir. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich weiß nicht, bei Flux hat man keine Anzeige. Das ist doof. Ich muss hier langsam das Level beenden. Es ist zu gefährlich hier langsam. Ey, komm her. Oh, was ist das? Ein Radar erhalten. Wenn nicht, gut. Natürlich kann man hier noch 100% machen, aber... nee, muss nicht sein. Weil... dann wird es zu lange. Also wirklich lange. Da kann es, dann werden es über 50 Parts. Und ich will ja noch andere Dragon Ball Spiele spielen. Besonders dieses eine Dragon Ball, was ich die ganze Zeit im Blick habe. Was ich unbedingt zocken will. Kommen wir weiter? Ja. Dieser Scheißvogel, ne? Der kommt immer wieder. Mann, 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 Mann. Mann, ich wollte gucken, was da oben ist. Ah, ja. Oder? Oder? Gucken wir mal kurz. Ich meine, das war einfach so Esschen. Es... oh. Mann, oh! So. Ah, er hat ein Schussgewehr. Und das sind ja diese... Wildschweinmänner. Ich weiß nicht, waren das Banditen? Die Rettenarmee kommt ja auch noch. Und Tau Bai Bai. Bam! Spüre meine Fürste Gerechtigkeit! So! Los! Guck, da ist sogar... ich mache richtige Soundeffekte mit... ich muss was trinken, oh. Hey, Kleiner! Gib mir mal diese lecker aussehende Meeresschildkröte. Wenn mich nicht alles täuscht, muss man sich vor dir wohl in Acht nehmen, stimmt's? Was? Willst du mir etwa Widerstand leisten? Jemanden wie dir gebe ich dir, gebe ich sie bestimmt nicht. Unverschämtes Bike. Dann fress ich eben erst dich, du hast es ja so gewollt. Oh ja, unser erster Bossgegner. Aua, tut mir weh. Spüre zum Gugus Attacke. Aua. Wir haben aber schon gewonnen. Die Lebensanzeige ist schon mal niedriger. Die ist halt nur ein bisschen größer. Dann denkt man, what the fuck? Aber die ist so groß wie unsere. Gebet klar. Geile deutsche Übersetzung. Auf Bitte der geretteten Schildkröte begaben sich Goku und die anderen zum Meer. Während Goku zum ersten Mal das Meer bestaunte, ging die Schildkröte jemanden holen. Muten Roshi. Hallo, guten Tag. Die hat meine Schildkröte das Leben zu verdanken, stimmt's? Wer bist du denn, Opa? Ich bin Muten Roshi. Ich möchte dir für deine Tat danken und dir ein nützliches Geschenk geben. Komm her, Überschallwolke. Hä? Du willst mir das schenken? Danke! Hä, was hast du denn da am Hals hängen? Was meinst du, diesen Ball hier? Kein Zweifel, das ist ein Dragon Ball. Hä? Du hast recht. Yippie! Könnte ich diesen Dremel bitte haben? Warum nicht? Ich schenke dir ihn dir. Hier, nimm ihn. Ich Glückpilz, danke. Ich hab ihn, ich hab ihn. Und so erhielten Goku und Bulma die Überschallwolke und einen Dragon Ball. Und wandten sich ihren nächsten Ziel zu. Sammelgegenstand Überschallwolke erhalten. Nun kannst du mit Goku Himmelskämpfe führen. Meine ich doch, hab's doch gerade richtig gelesen. Gut, ein Level geht noch. Ein Level geht noch. Hier sind wir gerade bei Muten Roshi. Man sieht die Übersichtskarte. Ich kann jetzt halt nicht hier rumscrollen. Wir müssen zu Oolongs Dorf. Oolong, der kleine Schweinepriester.
Wortwörtlich. Als nächstes gelangten Goku und Bulma in ein kleines Dorf, dessen Bewohner von dem bösen Oolong terrorisiert wurden. Die Dorfbewohner boten Goku ihren Rainbow an, wenn er Oolong beseitigen würde. Also kämpfte er gegen Oolong. Und er durchschaute Oolongs Transformationstechnik schnell. Nun wurde bald klar, dass Oolong ein ziemlicher Schwächling war. Mist, jetzt bleibt mir hier nur noch eins übrig. Weglaufen! Transformation! Oh, hey, warte! Während Oolong panisch die Flucht ergriffen, schwang sich Goku in die Lüfte. Hey! Hä? Du kannst mir nicht entkommen! Also der... Hey, ein epischer... Bleib stehen! Und zack! Jetzt haben wir direkt unseren ersten Flugkampf. Himmelskampf. Aua, der greift so gut an. Oh, er wird zurück. Geht er? Aua, aua. Haben wir gesehen, der Smile geändert hat? Oh, ich finde das geiler Spiel. Boah, du Wichser da. Goku konnte aber die Kamehameha erst später einsetzen, wo die, glaube ich, die ganzen Dragon Balls gefunden haben. Oh Gott. Oh yeah, Oolong! Hey, warte! Gebiet klar! Ich gebe auf. Bitte vergib mir. Du bist wirklich ein ziemlicher Schwächling, was? Und jetzt entschuldigst du dich gefälligst bei den Dorfbewohnern. Okay. Entschuldigung, ich tue niemandem mehr etwas zu leide. Haha, immerhin verdanken wir dir einen Dragon Ball. Und zwar den 6-Sterne Dragon Ball. Okay, machen wir uns sofort auf die Suche nach den nächsten. Goku und Bulma zwangen Oolong, sich ihnen anzuschließen und wandten sich im Besitz eines weiteren Dragon Balls dem nächsten Ziel zu. Also haben wir jetzt 3 Stück und ich würde mal sagen, das war Part Nummer 1 von Dragon Ball. Ich muss mal gucken, Advance Adventure. Bis zum nächsten Mal in der Wüste. Ciao, ciao.